Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Apps auf der Heide. Und ich wollte jetzt hier schon anfangen, mit dem Bulldozer wieder loszulegen und quasi weiter aufzuladen, aber da fiel mir gerade ein. Nee, wir müssen erst noch was anderes noch machen. Und zwar müssen wir uns ja hier noch ein bisschen um die Felder kümmern, ne? Wir wollen starten im Südwesten, sind wir angefangen, und Richtung Norden. Einmal vorgewendet nur, ist das richtig? Wenn ich mir jetzt so die Dings angucke, dann ist es nicht richtig. Wir haben bestimmt zweimal vorgewendet gemacht. Habe ich das nicht abgespeichert? Doch, ich müsste es eigentlich abgespeichert haben, ne? Pass mal auf, 02, Feld 02. 3 Meter drillen, siehste? Hat er doch abgespeichert. Ich wusste es doch, dass ich da dahingehend irgendwas gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber das ist, glaube ich, auch jetzt schon wieder ein, zwei Tage her. Deswegen bin ich da maximal wieder mal, keine Ahnung, wie weit ich gerade nicht bin. Ich habe gesehen, dass da noch ein kleines Stückchen fehlt vom Düngen, dass da noch ein bisschen was gedüngt werden kann. Aber ich sehe auch gerade, dass die Anhänger gleich alle schon beladen sind. Und ich glaube, das wollten wir auch als nächstes jetzt machen, nämlich die ganzen Anhänger quasi zum Händler bringen. Ich muss hier nochmal ganz kurz einen Regler runterschieben. Nicht, dass uns nachher die Ohren wieder wegfliegen, wenn mein Wecker quasi abläuft. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall fliegen mir dann die Ohren weg, weil meistens kriegt ihr das ja nicht mit, weil ich das dann doch wieder rausreguliere, runterziehe. Und dann bekommt ihr das ja gar nicht mit. Genau, wir wollen das Häcksel gut wegbringen. Das, was sich jetzt hier so langsam angesammelt hat. Ich sag schon wieder Häcksel gut, ne? Ich meine natürlich die Hackschnitzel, die sich hier so angesammelt haben. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich wir kriegen die Anhänger auf jeden Fall voll. So, warte mal, den stelle ich mal hier hin. Da werde ich mal die Plane wegmachen. Ich will mal gucken, wie voll der Anhänger hier ist. Ist der auch schon kompletti gefüllt? Tutti kompletti? Ich glaube ja, ne? Oh ja, siehst du, ist auch schon gefüllt. Gut, dann werden wir jetzt nochmal den letzten Anhänger voll machen, beziehungsweise die letzten beiden. Wir haben da hinten ja noch einen kleinen Anhänger. Sehe ich gerade. Den können wir natürlich letztendlich auch wieder füllen. Ich habe letztens jemanden vom Kanal entfernt, der sehr, sehr, eigentlich, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja sehr, sehr kritikfähig, ne? Das heißt, wenn irgendjemand eine Kritik schreibt oder irgendwas kritisiert an meinen Let's Plays, dann nehme ich mich dem gerne an und gucke halt, warum habe ich das denn so gemacht, und denke mir dann so, ah ja, alles klar, denn werde ich das halt ändern oder auch nicht. So, und jetzt gab es die letzte Zeit jemanden, der sich sehr, sehr häufig immer mal wieder kritisch geäußert hat. Und jetzt hat es mir einfach mal gereicht. Jetzt habe ich den komplett entfernt vom Kanal, weil das waren immer solche neunmal klugen, kritischen Bemerkungen, wie von wegen, ja, warum hast du das denn jetzt gemacht, warum mietest du das denn jetzt, du wirst in Ruin gehen, etc. Halt alles so, nur weil er es in seiner Spielweise nicht macht, kritisiert er es in meiner Spielweise. Ne? Und da habe ich mir jetzt letztendlich gedacht, alles klar, es reicht. Ich habe keinen Bock mehr darauf, diese Kommentare zu lesen. Da werde ich viel zu salty. Und das Ding ist immer noch, ich habe auch kurzzeitig mal nachgedacht, davor, nicht als dieser Kommentar kam, sondern deutlich davor, ob ich nicht die Kommentarfunktion insgesamt abschalte. Weil, ja, es kommen zwar Kommentare rein, jedoch ist da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Werbung mit bei, also Eigenwerbung, von wegen, ey, ja, du hast ein tolles Video, guck doch mal bei mir vorbei, ne, so eine Scheiße. Oder halt Werbung von Musikportalen, die jetzt ihre lizenzfreie Musik vertreiben möchten, keine Ahnung, was auch immer, ne? Und da muss ich mir dann ganz ehrlich sagen, jo, nee, das landet zwar eh alles im Spam automatisch, aber es ist halt trotzdem nervig, das andauernd zu sehen, und dann musst du es wieder wegklicken, etc. Beziehungsweise manchmal hast du auch solche Kommentare, die jetzt von wegen, ja, guck doch mal bei mir rein, diese Dinger, die in der Masse sind die auch immer weg, werden die auch immer von YouTube gleich erkannt als Spam. Aber wenn da jetzt mal jemand bei ist, der das nur so ein, zwei Mal macht und keinen richtigen Bot da drin hinter hat, weil die meisten,
die meisten Kommentare, die man von dieser Art und Weise kriegt, sind über Bots gesteuert, ne? Also, falls ihr das hier seht, also, ne, nehmen wir mal an, ihr habt auch einen kleinen YouTube-Kanal oder so, und ich weiß, dass viele von euch, die zugucken, auch einen YouTube-Kanal haben. Ich habe das ja damals einmal gemacht mit der einen Minecraft-Folge, wo ich gesagt habe, okay, ihr dürft jetzt alle Werbung machen, ne? Damals, nicht jetzt, ne? Und da sind ja doch einige Kommentare gekommen, von wegen, ja, hier, bla bla bla, ne? War ja eine schöne Aktion, ist ja auch, kann man ja auch mal gerne machen. Das war zu Weihnachten, glaube ich, ne? Das war zur Weihnachts-Minecraft-Folge, glaube ich. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall sind das, also genau, kann es mal sein, dass jemand halt, der vielleicht auch von euch so einen Kanal hat, der kriegt vielleicht auch diese Kommentare und denkt sich dann so, ach, das schreibe ich jetzt auch mal bei jemanden rein. Und die gehen natürlich nicht durch den Spam-Filter, wenn das einmalig passiert, sondern das geht dann halt 1:1 raus. Wenn jemand das macht und das dann 1:1 rauskommt und ich das dann lese, ist er instant, wird er entfernt. Ne? Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann könnt ihr mich noch so häufig anschreiben oder sonst irgendwas. Man wird dann eure Kommentare auf meinem Kanal nicht mehr lesen können. Niemals mehr. Ne? Das ist dann erledigt. Ich weiß gar nicht, ich erinnere mich gerade so ein bisschen daran, dass ich dieses Thema schon mal vor kurzem angesprochen habe. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Also, falls ich mich jetzt innerhalb von kürzester Zeit wiederhole, dann tut es mir leid. Aber das ist halt ein Thema, was sehr, sehr häufig aufkocht und sehr, sehr nervig ist. Weil es dahingehend nervig ist, dass diese Kommentare total useless sind und mich dann halt wirklich dazu bewegen, gegebenenfalls Kommentare komplett auszuschalten. Komplett auszuschalten. Es hat natürlich den Nachteil, wenn es jemanden gibt, der wirklich einen guten Tipp hat oder einen guten Kommentar hat oder sonst irgendwas, dann kann das halt nicht mehr über die Kommentarfunktion passieren. Sondern da muss man halt auf die Twitch-App kommen oder und das da dann reinschreiben. Ne? Machen ja einige auch schon, weil die teilweise wird ja auch mal gerne was in der Twitch-App geschrieben und dann auch hier nochmal in die Kommentare oder sonst irgendwie. Ne? Das ist ja auch in Ordnung. Aber das wäre dann halt so die nächste Konsequenz daraus, zu sagen, okay, ich schalte hier die Kommentare ab, wenn jemand was kommentieren möchte oder einen Tipp hat oder sonst irgendwas, dann halt über die Twitch-App. Ich weiß, dass es dann weniger wird. Andererseits muss man aber auch bedenken, dass es halt nicht so super viel war an Kommentare, was bis jetzt reingekommen ist. Ich weiß auch hundertprozentig, dass es denn dadurch, wenn ich so eine Änderung mache, es höchstwahrscheinlich niemals großartig viel mehr werden wird an Kommentaren. Ne, weil wenn ich das einmal abschalte, gibt es auch kein Zurück, um das wieder anzuschalten. Muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen. Und da muss man mal schauen, ob ich das will, ob ich das machen möchte oder ob ich lieber sage, nee, doch nicht, ich bin mir nicht sicher. Versteht ihr, was ich meine? Also, da müssen wir echt mal schauen. So, pass mal auf, kann ich von hier aus zum Händler fahren? BGR zum Händler oder so? Gibt es die Strecke? BGR zum Händler gibt es tatsächlich. Dann schicken wir ihn auf diese Strecke, dann kann er das nämlich da abfahren. Wenn er nämlich oben beim Händler ist, ist er näher dran zum Holzabladepoint als das, wo wir jetzt hier gerade sind. So, habe ich noch irgendeinen anderen Abfahrer gerade mal da? Ich glaube, den Kollegen, ne? Wobei, den würde ich gerne nochmal über die Wiese 1 fahren lassen und die letzte Runde drehen lassen. Wiese 01. Wenn das denn geht. Na, ich glaube, das geht gar nicht, ne? Gärreste BGA. Ne, das ist alles. Oder ist das Gülle komplett? Ne, Gülle komplett ist es auch nicht. Aber wir können ihn eigentlich so drauf schicken. Pass mal auf, wir machen das mal so. Aktuell geladener Feldrandkurs, genau. Wir sind im Nordwesten gestartet, Richtung Süden sind wir gefahren. Wir haben gesagt, dass wir zweimal Vorgewende, und das habe ich zum Schluss eingesetzt. Und dadurch ist ja dieser Kurs entstanden. Und ihm fehlt jetzt ja quasi, wenn ich mir das mal angucke auf der Karte, sieht man ja richtig, dass hier so ein Strich fehlt. Und ich vermute mal, ich bin mir aber nicht sicher, welcher Strich das ist. Ich werde ihn einfach nochmal auf den inneren Kreis setzen. Und dann soll er den nochmal abfahren. Also quasi hier hinten auf das letzte Ende. Und dann in den inneren Kreis. Ich bin gerade auch am Überlegen. Eine andere Geschichte wegen auf dem Feld. Ich glaube, da habe ich das verkehrt eingestellt. So, hier auf diesen Kreis würde ich nochmal setzen. Zack.
Und dann fangen wir an. Mal gucken, ob der. Ja, ich glaube, der, das hier fehlt ihm noch. Ja, okay, das sieht gut aus. Und ich glaube, den hier habe ich auch verkehrt eingestellt. Wo ist er? Weil der hat nicht mehr zum Schluss jetzt die. Ja, das ist auch verkehrt. Pass mal auf. Dann nehmen wir mal raus. Die Strecke mal weg. Das machen wir auf Feld 2 wieder. Und das einmal so umgedreht. Genau, jetzt hat er nämlich zum Schluss sein. Jetzt hat er nämlich zum Schluss sein Vorgewende. Und wir brauchen Saatgut, ne? Habe ich den Saatgutanhänger noch irgendwo hier stehen? Pass mal auf, wir holen uns mal. Wir werden mal den Saatgutanhänger holen. Ich glaube, der steht drüben im, auf dem Bauernhof. Und dann werden wir damit mal schon mal aufs Feld drauf fahren. Da müsste auch noch was drauf sein, definitiv. Und dann können wir auch mit dem dicken Deutz gleich mal losdüsen und noch zwei Anhänger holen. Von der Wiese das Saatgut drauf, ne? Ja, das ist Saatgut, das ist kein Dünger. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich mich da wieder vertue. So, einmal Saatgutanhänger. Steht da ein Anhänger? Ne. Können wir hier vorne durch den kleinen Stichweg fahren. Müssen aufpassen, dass wir den auch rumkriegen, den Anhänger hinten. Nicht, dass wir da irgendwo hängen bleiben. Oh, ich habe bei Leo letztens einen schönen Anhänger gesehen. Das war auch so einer mit Bordwänden. Der hatte hinten eine Doppelachse und hatte vorne einen Drehschemel. Sah so aus wie ein Agroliner. Richtig cool. Sah richtig cool aus. Muss ich mal gucken, ob er mir den mal gibt. Oder mir mal verrät, woher der ist. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. So, ich werde mal gucken, wenn ich mich jetzt hier so hinstelle. Meint ihr, der füllt sich auf? Automatically? Oder fährt er einfach dran vorbei? Könnte sein, muss aber nicht, ne? Guck mal, der Multi hat einen Trigger erreicht. Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal will ich mal schauen, ob er das hier macht, was er machen soll. Und wenn er es macht, wäre es fantastisch. Wenn er es nicht macht, dann ist es halt so. Weizen, Weizen, Weizen. Oh, kleines Lag. Oh, ich habe hier gar nicht meine Anzeige angemacht. Ja, okay. Er ist einfach vorbeigefahren. Der Frechdachs. Ja, pass mal auf, dass die Maschine nehmen wir mal hoch. Wir fahren einfach mal ein Stück zurück. Also er hat es hinten schon runter gemacht. Aber ist er nicht weitergefahren? Oder hat es nicht. Hat es ja nicht aufgefüllt. Okay, das ist leer. Endlich werden die Kisten mal wieder leer. Das ist auch ganz gut. Sehr schön. Dann kannst du weiterfahren. Du musst aufgefüllt werden. Das ist aber nicht so schlimm, dass du aufgefüllt werden musst, weil. Ist eigentlich schlimm, weil bist eh fertig. Also dadurch, dass er jetzt den einen Kreis fertig gemacht hat, ist er gerade fertig geworden. Das ist ziemlich nice. Gut, dann will ich den Deutz, den werde ich jetzt gleich nochmal Richtung BGR schicken. Wenn er dann bei der BGA ist, dann ist er auch auf jeden Fall näher dran an der ganzen Hackschnitzel-Geschichte als jetzt. Das heißt, es ist für mich auch eine Erleichterung. Das nehmen wir mal raus. Und zwar wollen wir Hof zur BGA, ne? Wo ist denn das? Hof zur BGA. Da haben wir die Strecke. Das heißt, da werden wir ihn jetzt einmal rüberjagen. Oh, nicht da vorne gegenfahren. Das ist unschön. Und der Multi wird auch über die gleiche Strecke nochmal fahren. Dann werden wir jetzt den kleinen Drehschemel und einen kleinen Tandem, den können wir dann hier schön an den Kollegen ranhängen. Und der andere und der Multi kriegt dann später wieder einen Dings. Der Multi bekommt dann später wieder einen kleinen Anhänger, also den anderen, den Drehschemel oder so dran. Ja, genau, den Drehschemel kriegt er dann dran. Dann ist gut. So, das Feld, das müsste jetzt komplett durchgedüngt sein, ne? Ja, genau, das ist komplett durch einmal. Das passt. Sehr schön. Jetzt warten wir, bis die erste Wachstumsstufe kommt und dann können wir hier rüber striegeln. Dann ist die Wiese auch wieder cheer. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch so als nächstes machen. Ich glaube, dann sind wir auch bald wieder dabei, dass wir weiter häckseln müssen, ne? Dass wir wieder weiter häckseln müssen. Ich habe letztens auch mal einen Kommentar gelesen bezüglich des Mähwerkes.
Das war mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Da war ich ein bisschen unschlüssig. Aber ich glaube, das war ein Kommentar, der auf einem alten Video war. Weil ich habe ja die großen Mähwerke mittlerweile. Und das Seitenmähwerk habe ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war ein Video, ein Kommentar auf ein altes Video. Ja, ich glaube, das war ein Kommentar auf altes Video. Deswegen. Oder ich weiß es nicht mehr so genau. Das war irgendwie übers Wochenende ist da was reingekommen. Aber das habe ich nicht. Ich habe am Wochenende ja sehr, sehr lange gestreamt und deswegen. Weiß ich das nicht mehr so genau, wie das aussah. Na gut, mit dem Kollegen fahren wir jetzt nochmal zum Händler kurz. Werden dann den Anhänger schon mal so abstellen, dass wir nachher alle Anhänger gleichzeitig abladen können, so dass wir, wenn es denn einen Preisverfall gibt, wir davon nicht so viel mitbekommen sozusagen, weil halt alle gleichzeitig abgeladen wird da vorne am Haufen. Und dann muss ich eh gucken, wie ich mit dem Drehschemel da rankomme. Mit den Anhängern hier ist es ja kein Problem. Die zirkeln wir da einfach ran und dann ist gut. Beim Drehschemel muss ich mal wieder gucken, ne? Da muss ich ja wieder meine Rückwärtsfahrkünste rausholen sozusagen. Na guti, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, noch ein kleines Stück zurück. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dann. Tschüss.